Hallo, ich bin Manina von Move 36. Die Vorfälle in der Silvesternacht in Köln sind in aller Munde. In Fulda gibt es jetzt sogar eine Facebook-Seite, die heißt Fulda passt auf. Und wir wollten einfach mal fragen, fühlen sich die Fulda überhaupt noch sicher? Würdest du sagen, du fühlst dich noch sicher zu 100%? Zu 100% nicht, nein. Wieso? Naja, weil man schon im Kopf hat, dass es überall hinkommen kann. Auch in so eine nicht gerade so große Stadt Fulda. Es ist halt erschreckend, was passiert ist. Ja. Also würdest du sagen, es könnte auch nach Fulda kommen und hast du dich vorher in Fulda sicher gefühlt oder ist es jetzt wirklich erst seit diesen Vorfällen? Seit es richtig öffentlich geworden ist, ja. Fühlst du dich da noch sicher hier in Fulda? Gut, ich bin ja nicht aus Fulda, ich komme aus einem kleinen Dorf bei Flieden. Also so Großstadt ist nicht meins. Aber würdest du sagen, die Sicherheit quasi ist irgendwo nicht mehr ganz so gewährleistet wie früher? Ja, das auf alle Fälle. Wieso? Ja, man muss halt auch schon aufpassen, wo man jetzt hingeht, ne? Man überlegt sich halt zweimal, ob man jetzt irgendwo in eine Großstadt geht, um feiern geht oder sonst irgendwas macht. Es gibt jetzt auch so eine Facebook-Seite, die heißt Fulda passt auf, die sich mit so Sachen beschäftigt und es ist sogar im Gespräch, eine Bürgerwehr quasi einzuführen. Findest du das sinnvoll? Ja, auf alle Fälle. Schon allein die Sicherheit für die Jugend wieder zu gewährleisten, ja. Ich denke in Fulda schon, in Köln nicht unbedingt. Also da würde ich nicht nachts allein auf die Straße gehen. Wenn sowas jetzt auch in Fulda passieren würde, würdest du dann irgendwelche Vorkehrungsmaßnahmen treffen? Oh Gott, keine Ahnung, darüber habe ich noch keine Gedanken gemacht. Seit den Vorfällen in Köln in der Silvesternacht, würdest du sagen, Fulda ist vielleicht auch nicht mehr ganz so sicher wie früher? Ja, ich habe jetzt hier so über die Übergriffe gar nichts mitbekommen. Also ich weiß gar nicht, ob da jegliche Art irgendwas passiert sein soll. Ja, aber man merkt halt schon, dass an der Ausländerzahl schon rapide zugenommen hat. Ja. Ja. Also würdest du sagen, Mädels sollten sich vor allen Dingen vielleicht nicht mehr nachts so auf der Straße alleine rumtreiben? Ja, das auf jeden Fall. Also das kann man jetzt, also so teilweise würde ich die auch gar nicht mehr ohne Pfefferspray oder so rauslassen. Fühlst du dich seit der Nacht in Köln an Silvester irgendwie nicht mehr ganz so sicher hier in Fulda oder allgemein in Großstädten? Also da ich damit noch nicht konfrontiert wurde, weniger. Okay. Also hier in Fulda habe ich davon noch gar nichts gemerkt. Wenn du in eine Großstadt fahren würdest, würdest du dann irgendwelche Vorkehrungen treffen? Ich würde vielleicht nicht unbedingt alleine unterwegs sein. Also schon das meiden, allein unterwegs zu sein und in der Gruppe. Aber ich denke, man darf sich davon nicht allzu sehr beeinflussen lassen oder jetzt völlig in Angst und Panik geraten. Das wäre der völlig falsche Weg, glaube ich. Würdest du sagen, Deutschland ist nicht mehr ganz so sicher wie früher? Ich glaube nicht, weil ich meine, wenn du 800 Anschläge auf Flüchtlingsheim oder so hast und jetzt sagst, dass die Flüchtlinge schuld sind an so Sachen wie in Köln, kannst du eigentlich auch Pegida oder NPD verbieten. Also ich finde, das ist jetzt, weiß nicht, kann überall passieren. Aber würdest du Mädels, also vor allen Dingen Mädels raten, irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, bevor sie nachts allein auf die Straße gehen? Also ich kenne halt die Perspektive nicht als Mann. Das ist halt schwierig. Vielleicht schon, ich kann es nicht einschätzen. Also ich komme aus der Kleinstadt, also ich bin auch nicht von hier. Ja, ja. Okay. Also bei mir ist es kein Problem, denke ich. Manche Mädels würden sich also nicht mehr auf die Straße alleine trauen und würden Pfefferspray in die Handtasche packen. Andere sagen wiederum, dass es nicht gerechtfertigt, sich Sorgen zu machen. Wie seht ihr denn das? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare.